Vielen der Urbanisierung. Urbanisierung findet nicht überall gleichfalls statt, da gibt es viele Unterschiede. Welche Arten von Städten, welche Größen auch von Städten haben wir eigentlich zu betrachten und wie unterscheidet sich Risiko und zukünftiges Risiko? Dann sicherlich die ganz spannende Frage, das ist jetzt diese Oder-Frage im Titel, welche Möglichkeiten können aber trotzdem auch aus der Urbanisierung entstehen, um Risiko, sozusagen Risiko der Zukunft zu vermeiden oder herabzusetzen? Aber ich möchte da nicht aufhören. Oftmals hört man dann auf so einer Ebene auf, sondern ich möchte direkt sozusagen das auch wieder dekonstruieren und möchte dann fragen, welche Barrieren, welche Hindernisse gibt es denn jetzt eigentlich, um diese Möglichkeiten auch umzusetzen? Und das ist eigentlich dann das wirklich Spannende, dann eben auch zu fragen, wie dann diese Hindernisse überkommen werden können. Das wird sozusagen die Agenda der nächsten 40 Minuten oder so weiter bestimmen. Fangen wir an mit einer Folie, die wahrscheinlich nicht viele Leute im Raum überraschen wird, aber trotzdem ist es nochmal ganz gut, sich das nochmal einfach zu vergegenwärtigen. Zahlen habe ich Ihnen hier mitgebracht von Vereinten Nationen und einfach mal die Prognose der Urbanisierung oder der urbanen Bevölkerung aufgezeigt in verschiedenen Erdteilen. Und Sie sehen zwei, drei Dinge. Sie sehen einerseits, wo wir momentan sind. Ich glaube, das kommt vielleicht nicht rüber, wenn ich hier den Pointer benutze. Wir haben es momentan hier so an der Schwelle, roundabout 4 Milliarden Menschen, urbane Bevölkerung global. Das ist erwartet von den Vereinten Nationen. Wir werden gleich noch andere Analysen betrachten, aber in dieser Studie von den Vereinten Nationen wird erwartet, dass das auf ungefähr über 6 Milliarden ansteigt, weil zur Mitte des Jahrhunderts. Wir sehen auch, wo die meisten Anstiege zu verzeichnen sein werden oder wie es zumindest erwartet wird, in Asien ganz stark, aber auch in Afrika, in bestimmten Teilen Afrikas. Und deshalb werde ich auch heute in dem Vortrag stark auf diese beiden Weltregionen schauen. Auch bei mir in der Arbeitsgruppe, die ich leite an der Universität der Vereinten Nationen, sind das vor allem die beiden Regionen, mit denen wir uns auch empirisch beschäftigen. Und das ist eben vor allem dadurch begründet, dass wir da eben auch die Haupturbanisierung zu erwarten haben. Schauen wir uns mal ein Paper an von Karen Seto, einer Kollegin aus den USA, die sicherlich global mitführend ist in diesen Urbanisierungsfragen. Jetzt wollen wir sozusagen diese Zahlen mal in die Fläche bringen. Ich bin selber Geograf, da sind immer räumliche Analysen sehr wichtig. Wollen wir mal fragen, wie das denn aussieht, wo sowas geschehen wird. Und Karen und ihr Team haben eigentlich eine ganz interessante Studie oder eine ganz interessante Methodik hier mal gefahren. Sie haben nämlich eine probabilistische probabilistisches Urbanisierungsassessment gemacht, haben also gefragt, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass bestimmte Land oder Teile eines Landes sich in Städte verwandeln, gerade so in megaurbanen Bereichen. Und kommen hier zu ganz interessanten Ergebnissen. Sie können schon hier oben an der Karte sehen, wo natürlich so die Hotspots sind. Wenn man sich mal die höchstwahrscheinlichen Flächen anguckt und Stellen anguckt, Sie sehen jetzt schon wieder, warum ich eben über Asien gesprochen habe, auch über Teile Afrikas gesprochen habe, vor allem eben auch über Westafrika. Das wird uns beschäftigen. Einige Zahlen hierzu oder erstmal einige Fakten, was diese Analyse ganz klar zeigt, ist, dass schon die Ausbreitung von städtischen Gebieten schneller stattfinden wird als das Bevölkerungswachstum in Städten. Das heißt, wir haben es also auch mit einer Veränderung der urbanen Morphologie zu tun, wenn Sie so wollen. Dieses Urban Sprawling ist da sicherlich mit drin. Wir haben es gleichzeitig auch mit starken Unterschieden zwischen verschiedenen Weltregionen zu tun. Hier einige Zahlen einfach mal an die Wand geworfen, die schon zeigen, wie brachial eigentlich diese Urbanisierung sein wird. Und das sind jetzt Zahlen, die sozusagen nur die höchstwahrscheinlichen Prozentuale mit reinnehmen, bis zum 75. Perzentil in dieser Methodik. Und das ist schon recht erstaunlich, was wir hier zu erwarten haben zwischen den Jahren 2000 und 2030. Sodass wir also, wenn wir im Jahr 2030 zurückgucken werden, zumindest basierend auf dieser Analyse, sagen werden können, dass die Hälfte der urbanen Fläche in diesen drei Dekaden entstanden ist. Und das ist nun wiederum sehr spannend und auch politisch spannend, dass diese letzte Zeile hier. Wir haben also momentan, sind wir sozusagen in einer Phase, wo wir gleichzeitig auch noch, was die Kollegen dieses Window of Opportunity nennen. Also wir haben noch die Möglichkeit, Städte jetzt so zu konzipieren, dass sie möglichst risikoavers sind, möglichst risiko- oder mit einem geringen Risiko gebaut werden. Und dieses Fenster wird sich aber schließen. Wenn diese Städte einmal entstanden sind und die Weltbevölkerung sozusagen in diesem Jahrhundert ausleveln wird oder peaken wird und dann ausleveln wird, ist dieses Fenster auch vorbei und es ist wesentlich schwieriger, bestehende Städte umzubauen, als neue Städte sozusagen direkt mit einem vernünftigen Hochwasserschutz und in den richtigen Lagen und so weiter zu bauen. Also das ist die ganz praktische Perspektive dahinter. Zeigt wiederum auch für Sie so ein bisschen, wenn Sie in 2, 3 Jahren diese Universität hier verlassen werden und sich auf dem Arbeitsmarkt tummeln, ist da sicherlich eine ganze Menge spannende Fragestellungen drin. Das braucht Experten, die das dann auch umsetzen können.
Schauen wir uns gleichfalls nochmal an. Wir haben eben in der Karte schon gesehen, dass vieles dieser Urbanisierung eben auch in Küstenbereichen stattfindet. Oftmals wird das so in der Literatur dann benannt als Küstenbereiche und diese Low Elevation Coastal Zones, also auch Delta-Bereiche, Flusstäler und so weiter in Küstenbereichen. Da gab es Studien schon in der Vergangenheit, die eigentlich aufgezeigt haben, wie groß der prozentuale Anteil ist der städtischen Bevölkerung, die in diesen Low Elevation Coastal Zones stattfindet. Es ist ganz interessant, sich jetzt auch weiterhin anzugucken, was die Forschungsfront gerade macht. Die Forschungsfront geht nämlich gerade da rein zu sagen, wir brauchen nicht nur eine Vorhersage, sondern wir wissen nicht genau, wie die Zukunft sich ausdifferenziert wird, wie Weltentwicklung sich ausdifferenzieren wird. Von daher müssen wir über verschiedene Szenarien sprechen. Da gibt es diese sogenannten Shared Socio-Economic Development Pathways, die gerade von Kollegen im Weltklimarat mitentwickelt wurden. Ich war da selber mit beteiligt in den vergangenen Jahren, sozusagen diese Narrative der Weltentwicklung mitzuentwickeln. Ich will da jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, aber will einfach mal aufzeigen, was ein Paper von Brian O'Neill und einem Kollegen aus den USA damit gemacht haben. Das sind jetzt diese fünf SSPs. Will sie hier gar nicht im Detail erwähnen, will nur einfach sagen, es gibt eins davon, das geht davon aus, dass wir weniger global zusammenarbeiten an Prozessen, dass es weniger gemeinschaftliche Entwicklung geben wird. Damals, als wir das sozusagen entwickelt haben, 2012, haben wir vielleicht noch nicht angenommen, dass wir in der Welt sein werden, sehr bald, die einen bestimmten amerikanischen Präsidenten hat, der sich zurückzieht aus internationaler Kooperation, dass wir einen Brexit haben und so weiter. Also vielleicht sind wir auf dem Vormarsch in Richtung so einer Welt. Gleichzeitig ist das sicherlich die Welt, die die höchsten Zuwachsraten zu verzeichnen hat in dieser Küstenbevölkerung. Das ist ganz interessant. Also die höchsten Herausforderungen auch für den Katastrophenschutz gerade in diesen Küstenbereichen mit sich bringt. Wer weiß, ob so kommen wird, ist erstmal eine interessante sozusagen Analyse, ein interessantes Szenario, Rechnung und sich einfach mal mit den Implikationen zu beschäftigen. Vorsicht hier gerechnet bis ins Jahr 2100. Ich lasse die Zahlen mal einfach so, Sie können sich das ja nochmal in Ruhe anschauen, sei nur dazu gesagt, dass wir also über diese verschiedenen Modellierungen oder diese verschiedenen Szenarien zunehmend sprechen. Und sicherlich auch eine Frage, auf die ich noch zurückkommen werde, ist dann die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Unsicherheit um, wenn Sie noch nicht genau wissen, in Ihrer Stadt, wo Sie später arbeiten werden oder in Ihrem Land, haben wir es über die nächsten 30 Jahre mit 150 oder mit 80% Bevölkerung zu tun, Sie müssen aber heute die Infrastruktur dafür bauen, sind Sie schon vor einige Herausforderungen gestellt und das, darauf werden wir gleich nochmal zurückkommen. Gucken wir uns ganz kurz an in einem Slide. Ich hatte ja die Wechselwirkung zwischen Urbanisierung und jetzt Klimawandel genannt. Was passiert nun mit dem Klimawandel? Auch das ist sicherlich keine große Neuigkeit für viele im Raum. Aber Klimawandel findet eben, oder die Auswirkungen des Klimawandels, gerade wenn wir über Naturgefahren nachdenken, Stürme, Hochwasserereignisse, Meeresspiegelanstieg und so weiter, finden natürlich vor allem dort statt, jetzt, wo auch die Urbanisierung stattfindet, nämlich in diesen Küstenbereichen oftmals, an Flussläufen, in Delta-Bereichen und so weiter. Und das Gleiche gilt auch für diese Extremereignisse. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, Sie können das sicherlich nachlesen. Es gab diesen Sonderbericht des Weltklimarats über das Management von Extremwetterereignissen. Im Jahr 2012 wurde der Bericht veröffentlicht, der eigentlich sagt, mit der Verschiebung des durchschnittlichen Klimas ändert sich eben auch die Zunahme und die Intensität von vielen Extremwetterereignissen. Und das ist sicherlich diese Überlagerung. Wir haben es mit den gleichen Räumen zu tun, wo wir die stärkste Urbanisierung sehen werden und auch wo wir den stärksten Zuwachs an diesen Extremereignissen haben werden. Also eine riesige Herausforderung für den Katastrophenschutz der Zukunft. Das bringt uns dazu, dass wir ein bisschen über Katastrophenrisiko sprechen. Wie wird es eigentlich konzeptionell gefasst? Vielleicht haben Sie das auch schon in anderen Vorlesungen gehört, deshalb halte ich das hier kurz. Die momentane Standarddefinition, das Standardverständnis sozusagen, was entwickelt wurde über die letzten drei Jahrzehnte, wo man jetzt aber sich darauf einigen kann, größtenteils in der Community und auch mit politischen Entscheidungsträgern, ist eigentlich jetzt zu sagen, dass Katastrophenrisiko an der Schnittstelle entsteht zwischen drei wesentlichen Faktoren. Einmal der Naturgefahr als solche, aber die Naturgefahr als solche ist jetzt noch nicht, diktiert noch nicht, ob wir es mit einem starken Risiko oder nicht zu tun haben. Gleichfalls muss sozusagen etwas exponiert sein, das heißt, das kann Infrastruktur sein, das können menschliche Gesellschaften sein, Städte sein und so weiter. Das allein würde aber auch noch nicht zum Risiko führen, sondern diese Exponiertheit muss eben auch sozusagen durch verwundbare Elemente gestaltet sein. Also die Frage ist, wenn Sie exponiert sind, wenn Sie einem Hochwasser ausgesetzt sind, wie anfällig sind Sie denn nun davon auch Schaden davon zu tragen? Und da hat die Verwundbarkeitsforschung sicherlich über die letzten zwei, drei Jahrzehnte immense Fortschritte gemacht, zu verstehen, wie das innerhalb von Gesellschaften, innerhalb von Städten, innerhalb von Landkreisen auch sehr ausdifferenziert sein kann. Und dass das eigentlich unheimlich wichtig ist, auch um Risiko herunterzufahren. Also nicht nur sozusagen den
weich zu bauen oder versuchen, den Hitzestress aus der Stadt zu bekommen, sondern auch die Frage, wie sieht es zum Beispiel mit öffentlichen Gesundheitssystemen aus? Haben wir es mit Volkskrankheiten zu tun, die eigentlich die Verwundbarkeit hochfahren? Haben wir es mit neuen Armutserscheinungen zu tun und so weiter und so fort? Diese Frage war lange Zeit unterrepräsentiert in der gesamten Katastrophenforschung, hat sich ein bisschen gebessert über die letzten 10, 15 Jahre, eigentlich ein starker Fokus auf der Verwundbarkeit. Was wir jetzt bei uns am Institut gemacht haben, zusammen mit Partnern, ist in einem dieser Berichte uns mal genau angeschaut, wie eigentlich die Verwundbarkeit auch in Städten abgebildet werden kann, wenn man mal einen globalen Vergleich anstrebt. Wir haben das damals gemacht im Jahre 2014 im Rahmen des Weltrisikoberichts, ein Bericht, den wir jedes Jahr rausgegeben haben, zusammen mit Partnern. Und haben in diesem Jahr, also 2014, uns speziell mal urbane Räume angeschaut. Ich möchte Ihnen jetzt nicht die Karte zeigen, wo wir sozusagen sehen, wo sind die verwundbarsten Länder. Ich möchte eigentlich auf was anderes hinaus. Ich habe eben viel über die Zukunftsdimension gesprochen. Ich möchte eigentlich darauf hinaus, wie geht eigentlich zukünftiger Urbanisierungstrend und Verwundbarkeit zusammen? Wenn man die beiden Aspekte zusammen betrachtet, kriegt man dieses Bild. Und das ist eigentlich ein sehr interessantes. Ich werde Sie da kurz durchleiten. Wenn wir hier einfach mal abtragen, auf der einen Seite die Verwundbarkeitsklassen, wir haben es da mit einem Index zu tun. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, wie wir diesen Index gerechnet haben. Ein Composite-Index, der Verwundbarkeit abbildet in unseren Augen. Können wir aber gerne in der Diskussion sonst aufgreifen, wenn Sie möchten. Habe hier mal abgetragen die verschiedenen Länder, oder das haben wir im Bericht gemacht vielmehr, haben jetzt hier einmal das bestehende Level an Urbanisierung, wenn man so möchte, und hier das bestehende Level an Urbanisierung und hier die Geschwindigkeit des urbanen Zuwachses. Und was wir sehen, ist doch eine sehr deutliche Zweiteilung eigentlich oder ein Bild entlang dieser Achse. Ich will sagen, in anderen Worten, die Länder mit dem höchsten Katastrophenrisiko in Städten und vor allem der größten Verwundbarkeit in Städten sind häufig auch diejenigen, die schnellste Urbanisierung zu verzeichnen haben. Und das wirft sicherlich Fragen auf, dahingehend, sind diese Länder eigentlich in der Lage, obgleich sie schnelle Urbanisierung haben, Risikominderung zu betreiben? Sind die Ressourcen, sind die Fähigkeiten, ist das Know-how in diesen Ländern vorhanden sozusagen, nicht nur mit der eigentlich schnellen Urbanisierung umzugehen, sondern dann auch Städte zu bauen, in denen man gleichzeitig Verwundbarkeit reduzieren kann. Und wir werden gleich sehen, dass das problematisch ist. Wir haben uns dann in dem zweiten Paper mal angeschaut vor ein paar Jahren, wie denn diese Geschwindigkeit der Urbanisierung und das Katastrophenrisiko, besonders die Katastrophenverwundbarkeit, nun zusammengeht auch mit der Frage, ob die schnelle Urbanisierung gleichzeitig auch zu ökonomischem Wachstum führt. Wir haben hier eine Gruppenbildung vorgenommen, will das auch gar nicht im Detail ausführen. Über die Methodik können wir sonst auch nach dem Vortrag noch in Ruhe sprechen, weil Sie können es nachlesen, wenn Sie möchten. Quintessenz ist hier eigentlich, dass wir in der Lage waren, einige Gruppen, 10 Gruppen zu identifizieren an Ländern. Und die Länder mit dem größten Risiko, mit dem größten Problem sind eigentlich diejenigen, wo schnelle Urbanisierung nicht sozusagen unterstützt wird durch gleichzeitig schnelles ökonomisches Wachstum, was man wiederum in Risikominderung stecken könnte. Will sagen, Städte sind häufig eben auch die Motoren wirtschaftlichen Wachstums und einige Länder haben es sicherlich sehr gut geschafft, denken wir an China zum Beispiel, die Gewinne daraus auch zu reinvestieren in Risikominderung, in Armutsbekämpfung, in verbesserten Hochwasserschutz und so weiter. In anderen Ländern ist das nicht der Fall, wo sozusagen schnelle Urbanisierung relativ entkoppelt stattfindet von auch gleichzeitig ökonomischem Wachstum. Und das sind wiederum die Länder, wo wirklich auch in der internationalen Gemeinschaft das Hauptaugenmerk drauf liegt oder liegen sollte, sagen wir mal so. Machen wir es kurz. Wir sind noch in der ersten Frage, mit welchen Patterns und in der zweiten Frage, mit welchen Patterns von Urbanisierung und welchen Trends von urbanem Risiko werden wir es eigentlich zu tun haben. Machen wir es kurz noch ein Problem oder noch ein Level problematischer. Ich habe bislang immer über die Städte gesprochen und über Städte als solche. Jetzt haben wir sicherlich global mit verschiedenen Stadtgrößentypen zu tun. Wuppertal ist eine andere Stadt als Berlin, Jakarta ist eine andere Stadt als Semarang. Also Stadtgrößen spielen eine Rolle. Und wir hatten sicherlich was ganz Interessantes in der Stadtforschung und auch in der Katastrophenforschung über die letzten Dekaden, nämlich dass wir von einem sehr starken ruralen Fokus, von einem ländlichen Fokus auf einen sehr starken Fokus auf Megastädte geschwungen sind. Die Realität aber sagt eigentlich das hier. Ich habe Ihnen mal Zahlen mitgebracht, von weltweiter Urbanisierung und dann More Developed Countries, Less Developed Countries, Südostasien und Vietnam. Das ist aus einer Publikation raus, die über Vietnam war. Und hier haben wir abgetragen, wie sieht es denn aus aufgrund von oder auf Basis von den UN-Daten wiederum im Jahr 2010 und erwartet für 2025. Wo findet eigentlich Menschheit statt, wenn man so möchte, in welchen Stadtgrößen? Und der überwiegende Teil findet eigentlich in diesen kleinen und Mittelstädten statt.
unter 500.000 Einwohnern. Die haben wir aber lange Zeit in der Forschung relativ stiefmütterlich behandelt und wissen eigentlich oftmals gar nicht so ganz, ob diese Städte, also wie viele kleine und Mittelstädte in Vietnam können Sie mir zum Beispiel nennen oder in Kambodscha oder in Ecuador. Man kennt so die großen Städte, kennt vielleicht auch Paper und Publikationen dazu, aber nicht die kleinen Städte. Und oftmals würde ich argumentieren, haben wir mit den kleinen Städten eben auch Folgendes gemacht, dass wir Erfahrungen aus den großen Städten versucht haben, dann in die kleinen Städte zu überführen. Vielleicht funktioniert das aber nicht ganz einwandfrei. Vielleicht haben wir da Brüche drin, wo wir zum Beispiel, wenn es um Regierungsführung geht, wenn es um die Kapazitäten auch von Administrationen geht, Brüche drin haben, wo kleine Städte einfach ganz anders funktionieren. Das haben wir uns vorletztes Jahr in einem Paper in Nature mal etwas genauer angeschaut, haben dann auch geguckt, wie geht eigentlich diese Urbanisierung, die wir eben besprochen hatten, mit Verwundbarkeitsmustern, die wir auch eben besprochen hatten, aus dem Weltrisikobericht raus und mit Stadtgrößentypen zusammen und sehen eigentlich auch hier wiederum recht deutlich, dass die Hauptproblemlage in den Städten ist, wo eine hohe Urbanisierung oder eine sehr schnelle Urbanisierung zusammenkommt mit einer hohen Verwundbarkeit, und das sind oftmals eben die kleinen und Mittelstädte. Das ist also sicherlich etwas, wo wir nicht besonders viel Aufmerksamkeit darauf verwendet haben in der Vergangenheit, es aber unheimlich sollten. Also das sind alles so Punkte, wenn Sie da Interesse haben, dran zu arbeiten, das sind sicherlich so Nischen, wo man gut rein kann, wenn Sie Forschung machen wollen in dem Bereich oder wie auch immer. Gut, gehen wir kurz zurück zu dieser Oder-Frage. Bislang habe ich eigentlich Folgendes gemacht. Ich habe jetzt eigentlich doch die meiste Zeit gesprochen über die Faktoren von Urbanisierung, die Risiko hochfahren. Wir haben ein bisschen gesprochen über diese Naturgefahren, also Städte bauen sozusagen ihren eigenen Hitzestress durch Hitzeinseln, bauen ihr eigenes Hochwasserrisiko durch Versiegelung von Flächen und so weiter. Städte sind oft in Küstenlagen, sind oft in Flusslagen. Städte bauen ihre eigene Verwundbarkeit sehr oft. Städte sind oftmals gerade in Entwicklungsländern, in Schwellenländern sozusagen auch die Hotspots, wenn es um soziale Disparitäten geht, wenn es wirklich um Armut geht. Städte führen nicht automatisch zu einer Armutsbekämpfung. Das heißt, Städte haben oftmals wirklich, sind oftmals wirklich Treiber von Desasterrisiko in diesen drei verschiedenen Dimensionen. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass wir Verwundbarkeit oder dass wir diese Wechselwirkung eben auch sehr negativ betrachten. Oftmals in Abbildungen wie diesen, wo wir dann sozusagen einen Planeten haben, der zunehmend unter Druck ist, da passiert was von der Seite und irgendwie müssen wir da rauskommen. Urbanisierung ist interessanterweise auf der Seite, die so auf der Problemseite ist, gleichgesetzt mit Market Failure, Climate Change und so weiter. Die Frage, warum ist Urbanisierung eigentlich nicht auf der Seite? Was sind eigentlich auch für Chancen in der Urbanisierung, Verwundbarkeit herunterzufahren und Desasterrisiko herunterzufahren? Und warum ist diese Frage so wichtig? Ich glaube, die Frage ist deshalb so wichtig, weil Urbanisierung, weitere Verstädterung sowieso stattfinden wird. Es ist, glaube ich, keine besonders weise Politikberatung, jetzt nach China zu fahren oder nach Asien oder nach Westafrika, wie gerade in Ghana zum Beispiel, und zu sagen, unser Haupt-Policy Recommendation ist, Urbanisierung zu stoppen. Das wird nicht passieren. Urbanisierung findet statt, findet für viele Gründe statt, ist nicht Thema dieser Vorlesung, aber findet statt. Also ist doch eigentlich die Hauptfrage, wie kann man denn Urbanisierung so gestalten und nutzen, eigentlich als Chance auch, um Risiko herunterzufahren. Führen wir uns ganz kurz nochmal das vor Augen, was ich eben schon gesagt habe. Wenn wir einfach mal eine Korrelation zwischen Daten, keine Kausalität notwendigerweise, da können wir lange drüber diskutieren, aber eine Korrelation zwischen Daten mal des Human Development Index, Pro-Kopf-Einkommen und der Urbanisierung haben, dann sehen wir schon eine ganz klare, einen ganz klaren Zusammenhang global. Also wird vielleicht auch etwas an Chance sein in Städten, das man nutzen kann. Und in der Theorie ist das eben auch so. In der Theorie würde ich sagen, können wir diese Folie, die wir eben hatten, eben auch ganz klar spiegeln und können sagen, ja, Städte können genutzt werden, um zum Beispiel auch Naturgefahren als solche runterzufahren. Sie können Hochwasserretentionsflächen eigentlich in die Stadtplanung einbinden. Sie können Frischluftkorridore bauen. Sie können, wenn Sie neue Städte zu planen haben, eine ganze Menge machen. Und sicherlich auch hier spannend in Studiengängen wie diesen zu überlegen, was man da machen kann, wo aber auch, kommen wir gleich zu, die Probleme liegen. Sie können, wenn es um Exposition geht, sozusagen gewisse Gebiete rauslassen aus zukünftiger Stadtplanung. Sie können sich über Versicherungsregime Gedanken machen, all das können Sie machen. Sie können auch auf der Verwundbarkeitsseite sehr viel über Katastrophenschutz im eigentlichen Sinne jetzt nachdenken, über Bevölkerungsschutz, über Gesundheitsversorgung, über all diese Dinge.
Frage ist nun, warum geschieht das und geschieht das vielleicht nicht oder nicht in ausreichendem Maße, vor allem in diesen problematischen Ländern, die ich eben angesprochen habe in den vorherigen Publikationen. Und hier ist sicherlich ganz klar auch aus nicht nur unserer Forschung an unserem Institut, aber aus den Forschungen von vielen Kollegen, dass eben diese Frage der urbanen Governance nun eine ganz wichtige ist. Es kommt also am Ende des Tages oftmals nicht darauf an, ob sie in der Lage sind, technisch etwas zu bauen oder nicht, sondern es kommt darauf an, sind ihre Institutionen eigentlich in der Lage, das zu machen und sind verschiedene Akteure, und das wäre sicherlich so eine Definition für Governance, wie verhandeln ihre Akteure in einer Stadt jetzt eigentlich die Frage, wo sie Vision sehen für die Stadt, wo sie Prioritäten sehen, wie viele Ressourcen in verschiedene Risikominderungsmechanismen umgesetzt werden sollen. Was da, glaube ich, ganz spannend ist, ist eben jetzt die Frage, dass Risikogovernance nicht das gleiche ist wie Risikomanagement. Management hat immer so den Anklang, dass da irgendwer was planen kann und auch vielleicht so ein bisschen top-down geplant werden kann und dann implementiert werden kann. Bei Governance ist sicherlich nochmal die spannendere Frage, wie verhandeln eigentlich verschiedene Akteure, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Stadtplanung innerhalb einer Stadt, was sie machen wollen, ob sie umgesiedelt werden wollen oder nicht. Wie viele Leute gehen da auf die Barrikaden? Wir kommen gleich zu einigen Beispielen. Und ganz wichtig, und da hatten wir zum Beispiel 2010 mal in einem ersten Paper einen größeren Review gemacht, wo wir uns anschauten, damals war das so die Welle, wo die ersten Städte ihre ersten Klimawandel-Anpassungspläne aufgestellt hatten. Und dann haben wir die mal durchgeschaut und haben mal geschaut, wo sehen dann eigentlich Städte ihre Hauptherausforderungen? Und haben das Gleiche nochmal wiederholt, 2014 in einem zweiten Paper, und haben uns dann einige Länder etwas spezieller angeguckt. Und es ist eigentlich ganz interessant, was dabei rauskommt. Dabei kommt nämlich raus, dass selbst Länder wie Vietnam zum Beispiel oder Indonesien nicht sagen, unser Hauptproblem wird in der finanziellen Ausstattung oder in der technischen Ausstattung sein. Das ist eigentlich nicht unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist eigentlich, wie wir institutionell mit dieser Frage Klimawandel umgehen. Wir wissen nicht genau, woraus wir hinauslaufen. Wir wissen nicht genau, wie anpassbar wir zum Beispiel in Planungsmechanismen sein müssen, wie legal bindend wir bestimmte zukünftige Planungen vornehmen sollen, wie wir unser Gesundheitssystem aufstellen sollen, wie wir unser Sozialversicherungssystem aufstellen sollen. Das sind also diese Fragen dahinter, sodass im Großen und Ganzen gesagt wurde, für uns sind die Hauptherausforderungen, wie wir eigentlich Institutionen anpassen. Gar nicht mal so sehr den Beton und den Stahl und das Deichsystem und so weiter. Das ist vielleicht sogar die einfachere Aufgabe. Und das ist, glaube ich, ganz interessant und ganz wichtig, weil wir oftmals in vielen Studiengängen und auch oftmals sogar in der deutschen internationalen Zusammenarbeit und so weiter immer noch denken, dass es eigentlich immer um Technologietransfer geht, um technische Fragen geht. Nein, vielleicht sind die institutionellen Fragen eigentlich die schwierigeren und hier sozusagen empirisch belegt. Ja, Akteure in vielen dieser Länder sagen uns, die institutionellen Fragen sind eigentlich die schwierigeren. Zweite Folie zu den möglichen Herausforderungen, warum jetzt die theoretischen Chancen der Urbanisierung vielleicht oftmals nicht genutzt werden. Ich glaube sogar auch, dass wir uns teilweise mit der Sprache, die wir wählen, mit der konzeptionellen Sprache gar nicht mal so einen Gefallen tun. Momentan nennen wir sehr, sehr viel das Resilienz. Das ist so ein Boundary Object geworden, wie das einige Kollegen in der Literatur benannt haben. Aber ich würde argumentieren, habe das argumentiert in Papern, dass ich sage, eigentlich oftmals im Akteursdialog, wenn diese Aushandlungen stattfinden, ist Resilienz eigentlich eher hinderlich, weil es so viel zugleich sein kann. Es kann zugleich sein ein Bounceback, also ein Wiederaufbau. Es kann aber auch ein Abblocken sein gegenüber Wandel. Es kann eine sehr offene Verwandlung sein, also eine sehr offene Transformation sein. All das wird in der Literatur unter dem Begriff Resilienz diskutiert, kann oftmals dazu führen, dass sie in Planungsmeetings sitzen auf der Stadtebene und alle stimmen darüber überein, dass sie Resilienz machen wollen. Aber wenn sie genau hinfragen, heißt das jetzt den Deich 2 Meter höher bauen oder heißt das Leute umzusiedeln und zu renaturieren, können das sehr, sehr unterschiedliche Sachen sein. Und vielleicht wäre eine genauere Sprache sogar hilfreich, uns da voranzubringen. Aber das ist sozusagen sicherlich keine Kernherausforderung, aber so ein bisschen ein provokatives Statement mal auch für die momentanen konzeptionellen Diskurse, wie wir vielleicht auch in der Wissenschaft sogar Sachen befeuern, die eher problematisch sind. Weil zweitens nämlich auch in meinen Augen Resilienz normativ problematisch ist und politisch problematisch ist. Selbst wenn wir uns einigen könnten auf die Definition, Resilienz ist eigentlich die Fähigkeit von Systemen, sozusagen Schlüsselfunktionen aufrechtzuerhalten, obgleich wir in einer Sturm- oder Hochwassersituation sind, so ist doch die Frage, welche Schlüsselfunktionen und wer definiert eigentlich, was eine Schlüsselfunktion ist. Ein Kollege, Danny Marx, hat eine Doktorarbeit geschrieben zum 2011er Hochwasser in Bangkok, wo sozusagen Teile der Stadt geflutet wurden, intentional, um andere Teile zu schützen. Die geschützten Teile waren die Royal Palace und die Regierungsviertel. Die überfluteten Teile waren oftmals ärmere Stadtteile. Wenn Sie jetzt unterschiedliche Leute fragen, was ist eigentlich eine Key Function für Bangkok, wird Ihnen der
Hausbewohner in einem Slum, was bis hierhin unter Wasser gesetzt wurde, was völlig anderes sagen, was eine Key Function ist, also eine Schlüsselfunktion seiner Livelihood, wenn es darum geht, ist meinetwegen, konnte ich für 3 Monate nicht arbeiten, musste ich das Haus renovieren und so weiter, als auf Stadtebene, welcher Stadtteil eigentlich unter Wasser gesetzt wurde. Auch, also auch da wieder die Frage, ist sozusagen die Terminologieresilienz eigentlich hilfreich für das, was wir machen wollen. Ich bringe Ihnen jetzt ein Beispiel aus Vietnam, wo ich selber vorher schon gemacht habe, vor einigen Jahren oder läuft immer noch weiter, von einer kleinen und Mittelstadt. Wir sprechen also mal über eine kleine und Mittelstadt in einem Delta-Bereich. Also auch das, da komme ich darauf zurück, was ich eben sagte. Wir sind also im Süden Vietnams, im Mekong-Delta, und im Mekong-Delta an einem der Hauptarme des Mekong ist die Stadt Khan Tha, eine sicherlich der am schnellsten wachsenden Städte in Vietnam. Was wir jetzt da uns mal anschauen könnten, ich habe Ihnen jetzt hier auf der rechten Seite einmal mitgebracht, was sozusagen der Flächennutzungsplan für das Jahr 2020 vorsieht. Jede Menge neuer Entwicklungen, Industrie, aber auch Wohnbebauung. Und gleichfalls habe ich Ihnen mal mitgebracht, was eigentlich ein Hochwasserszenario bringen würde, wenn wir einfach mal einen sehr moderaten Meeresspiegelanstieg von 17 cm und ein 100-jähriges Hochwasser rechnen würden. Beides kann sehr schnell eintreten, also kann dann eintreten, wenn diese Bebauungen längst geschehen sind. Jetzt ist ganz interessant zu überlegen, ist eigentlich in dem Flächennutzungsplan und in dem Bebauungsplan irgendwie vorgesehen, wer im Falle eines solchen Hochwassers damit umzugehen hat? Wer trägt die Kosten? Wer trägt die Kosten für Hochwasserschutz und so weiter? Nein, ist in dem Fall nicht vorgesehen. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und sage, selbst wenn die Informationen über dieses Hochwasser vorhanden gewesen wären, hätte es wahrscheinlich, und das zeigt die empirische Forschung sehr deutlich, trotzdem nicht dazu geführt, dass diese Bebauung verhindert worden wäre oder dass Hochwasserschutz stringenter eingebunden worden wäre in die Planung. Und woran liegt das? Das ist jetzt dieser Punkt, den ich eben sagte. Es liegt eigentlich nicht daran, dass das Wissen darüber nicht da ist, dass kein Wissen oder auch keine Ressourcen vorhanden sind, wie man einen Deich baut oder wie man ein Pump- oder ein Schleusenwerk baut, sondern es liegt eigentlich an anderen institutionellen Fragen. Und an der Frage, kann man sich institutionell eigentlich auf diese Herausforderung einstellen? Was wir in Vietnam gesehen haben, in Vietnam haben wir sozusagen im Zuge des Reformprozesses, im spätsozialistischen Reformprozess, ist mit einem Planungssystem zu tun, was sehr stark immer noch getrieben ist von der Logik, dass wir eine sozialistische Planwirtschaft oder dass wir eine sozialistische Planwirtschaft haben. Gleichzeitig hat der Reformprozess aber zu einer Marktöffnung, zu einer de facto Marktöffnung geführt, auch auf dem Landmarkt. Okay. Die beiden Sachen kommen nicht recht zusammen, sodass man sich also fragt, wie ist eigentlich die Rolle der Planung? Und wenn man sich hier, das ist zum Beispiel ein Zitat eines Planers, den mir da gegeben hat in der Forschung damals, der sagte, wissen Sie was, also selbst wenn wir das alles planen könnten und wollten, wir müssten eigentlich unsere Pläne umstellen, weil momentan so viel Einfluss mit den Real Estate Developments, mit der Landentwicklung ist, dass wir eigentlich in der Planung immer nur hinterherlaufen. Wir haben Planung nicht als einen starken Mechanismus, der sozusagen wirklich stringent umgesetzt wird. Und das ist eine institutionelle Herausforderung. Gleiches Zitat hier, was in eine sehr ähnliche Richtung geht, das nochmal auf einen Punkt bringt. The master plan is nowadays in fact made by the developers, not by the government. Und Developers haben was im Sinn? Ein Reinvestment Cycle von vielleicht 5 bis 10 Jahren. Nicht den Hochwasserschutz im Jahre 2050. Okay. Das heißt, auch hier wiederum, Hauptherausforderung ist eigentlich, das institutionell zusammenzubringen, nicht so sehr die Frage, welchen Beton Sie in welchen Deich gießen müssten oder welchen Slope das hat oder so weiter. Eine ganz spannende Frage eigentlich. Und ich bin mir sehr darüber bewusst, dass diese Statements in einem technischen Studiengang sehr provokativ aufgefasst werden können, aber das können wir gerne diskutieren. Die Wahrheit liegt sicherlich irgendwo dazwischen. Gucken wir uns eine zweite Herausforderung an, ist dann nämlich die Frage, wer hat eigentlich sozusagen für die Kosten aufzukommen und wie gehen wir eigentlich mit den Schwächsten in der Gesellschaft um? Und das ist dieser Aushandlungsprozess, den ich eben ein bisschen angesprochen hatte. Was nun in Khan Tha, bleiben wir da für einen Moment, eigentlich geschieht, ist Folgendes. Wir haben es schon mit einer Zunahme des Hochwassers zu tun, momentan nicht getrieben durch den Klimawandel, momentan getrieben dadurch, dass wir am Oberbau des Mekong Eindeichungen haben wegen Hochwasserschutz und dass wir es mit Bewässerungssystemen und so zu tun haben, die zur falschen Zeit Wasser ablassen. Also will sagen, in der Stadt sozusagen haben wir verstärkte Hochwasserereignisse über die letzten Jahre, können wir die sehen. Und das kann man nutzen wie so ein Fenster in die Zukunft, was unter Klimawandelbedingungen vielleicht bald noch stärker auftreten würde. Hier sehen Sie zum Beispiel ein Bild, wo ein Haushalt
sich selber schon ein bisschen höher gesetzt hat, das war das ehemalige Fensterlevel. Dieser Haushalt plant gerade dafür und sammelt Ressourcen dafür an. Eine Haushaltsbefragung hat recht deutlich gezeigt, das ist also was, was ein Großteil der Haushalte, 70% der Haushalte, der befragten Haushalte in dieser Stadt gemacht haben in den letzten Jahren. Und wir sehen sicherlich auch einen Trend, dass das häufiger wird und dass das mit höheren, dass es höher wird, was Leute ihre Häuser hochlegen. Wenn man nun in der vietnamesischen Regierung fragt oder im Staatsapparat, wie denn damit umgegangen wird und was vor allem passiert mit Leuten, die sich das eigentlich nicht leisten können, sozusagen diese Anpassung zu betreiben, bekommt man häufig derartige Antworten, dass nämlich gesagt wird, wir sozusagen als Staatsapparat, als Partei, als sozialistische, kommunistische Partei, kümmern uns darum. Wir haben verschiedene Arme über die Vaterlandsfront zum Beispiel, wo Leute rausgehen, sich das anschauen und dann sicherstellen, dass Support, dass Unterstützung aus dem Staatsapparat rausfließt. Wenn man das mal spiegelt mit dem, was sozusagen wirklich auf Haushaltsebene passiert, und das habe ich Ihnen hier mitgebracht, einige Zahlen, wie Haushalte nun einerseits die Arbeitskraft, andererseits den Materialeinsatz, aber auch den finanziellen Einsatz sozusagen gestemmt haben, ist das rote Segment, das wäre das, was man hier oben spiegeln müsste, also Governmental Organization und der Support davon, sehr, sehr gering. Wenn man sich dann unten noch die Korrelationen anschaut, ob mit der Frage, ob eigentlich die, die am ärmsten sind, primär sozusagen in diesem roten Segment ist, sieht man eine sehr schwache Korrelation. Das heißt, das, was hier oben stattfindet oder was hier oben behauptet wird sozusagen, findet eigentlich in der Realität kaum statt. Und dahinter liegt eigentlich eine ganz spannende Frage, wie wird eigentlich in Zukunft, wenn wir es mit mehr Risiko zu tun haben, wenn wir es mit mehr Verwundbarkeit zu tun haben, wie wird das eigentlich verhandelt in der Gesellschaft? Auch da wiederum die Frage, gerade auch in Städten, wie geschieht das? Das haben wir dann nochmal gemacht, vielleicht noch kurz 5 Minuten zu einem zweiten Projekt in einem internationalen Projekt, dem sogenannten Transformations and Resilience in the Urban Coast Projekt, TRUC, damals gefördert im Rahmen des Belmont Forums, wo wir vor allem dann mal daran interessiert sind, in Städten, wenn Städte jetzt zunehmend diesen Risiken ausgesetzt sind, wann fangen Städte sozusagen an, von einem Resistenzgedanken des Risikomanagements umzuschwenken auf einen Resilienzgedanken. Die Resilienz hier verstanden als so etwas wie, ja, wir ändern sozusagen unsere Mechanismen, at the margins haben wir das genannt in dem Artikel, also so am Rande, aber wir hinterfragen eigentlich nicht die wesentliche Mensch-Umwelt-Beziehung, die wesentliche Funktionalität der Stadt, bis dann hin zu einer fundamentaleren Transformation, wo man wirklich die fundamentalen Fragen stellt. Im Norden Jakartas zum Beispiel betreue ich einige Doktorarbeiten, ist die Frage, da wird es so viel Hochwasser geben, wenn momentane Trends sich fortsetzen in der Zukunft, einerseits durch Landsenkung, andererseits durch Meeresspiegelanstieg, dass schlichtweg der Norden Jakartas nicht mehr wirtschaftlich unterhaltbar sein wird in gar nicht mal zu geringer Zukunft. Wie transformativ muss man umdenken, wenn man jetzt denkt, müssen da 4 Millionen Leute umgesiedelt werden oder nicht? Das ist sicherlich etwas, was fundamental sozusagen das Stadtbild, wie wir es kennen, in Frage stellen würde. Und hier in dem Projekt ging es eben darum, mal zu eruieren, zusammen mit Akteuren, wann finden sozusagen Übergangspunkte zwischen diesen Risikomanagement-Paradigmen statt. Was wir dazu gemacht haben, ist dann auch uns in Städten, und hier haben wir vor allem 4 Case-Study-Städte gehabt, Kolkata, Lagos, London und New York City, dann zusammen mit Stadtplanern, mit anderen Akteuren der Stadtverwaltung und der Politik zusammenzusetzen und uns vor allem auch mal zu fragen, wo geht eigentlich sozusagen Risikominderung zusammen mit genereller Entwicklungsvision einer Stadt? Sind die beiden auf einer Linie oder gibt es da Konflikte dazwischen? Wir haben eben gesehen, zum Beispiel im Beispiel von Kantar in Vietnam, dass Kantar sehr stark wächst und wächst in Gebiete rein, die vom Hochwasserrisiko betroffen sind. Trotzdem wachsen sie da rein, weil sozusagen der Treiber Modernisierung, der Treiber Wachstum, der Treiber aufstrebende Stadt wichtiger oder zumindest für die nähere Zukunft als wichtiger gesehen wird. Deshalb ist die Frage ganz relevant, wie geht eigentlich die Entwicklung in Städten zusammen mit dieser Risikodimension. Wir haben dazu eine Szenariomethode entwickelt, wo wir einfach mal in 4 Schritten sozusagen erstmal Treiber von Risiko und Entwicklung zusammen oder gesammelt haben, dann versucht haben, in einem Szenarioraum mal zusammenzubringen, um dann eben zu fragen, wo befindet sich die Stadt momentan eigentlich und was muss man machen, um dahin zu wandern, da wo man hin möchte sozusagen. Auch hier wiederum ist eigentlich sehr interessant, was da rausgekommen ist. Wir sind also reingegangen, haben gesagt, in New York zum Beispiel, wie müsste eigentlich New York aussehen? Ein New York, was sehr adaptiv ist oder ein New York, was nicht adaptiv ist? Und haben dann die Akteure mal entscheiden lassen in der Stadt, die Stadtplaner und Politiker und Akteure der Zivilgesellschaft. Wo seht ihr denn eine wesentliche
ja, so ein Crossroads, also so einen wesentlichen Trend, der sozusagen generelle Stadtentwicklung beschreibt. Und was sind die beiden Endpunkte eines Spektrums da? Und das ist eigentlich ganz interessant, was in New York rauskam, und das kam in ähnlicher Weise in allen vier Städten raus, und das war das wirklich Spannende an diesem Projekt, ist, dass die Akteure uns gesagt haben, wisst ihr was, die eigentliche Frage bei uns ist gar nicht mal so sehr, haben wir Geld oder haben wir nicht Geld, können wir das stemmen, können wir das nicht stemmen. Die eigentliche Frage, mit der wir wirklich momentan in New York umgehen, ist eigentlich diejenige, ob wir im Sinne dieses Sozialvertrages, wie wir mit Risiko umgehen, eigentlich auf dem Weg sind in eine noch ungerechtere, ungleichere Stadt und in eine Zuordnung von Verantwortlichkeit in den individuellen Bereich, also dass sich Staat zurückzieht und sagt, wisst ihr was, mit Hochwasserschutz in der Zukunft hat jeder zu tun. Wir alle müssen resilient sein. Das System um uns herum ist insgesamt problematisch und irgendwie muss da jeder für sich selber klarkommen. Oder dass gesagt wird, nein, eigentlich ist schon sowas wie Hochwasserschutz, ist schon sowas wie Risikominderung erstmal eine öffentliche Aufgabe und wir brauchen einen starken Staat, der da reingeht und das managt und der sich vor allem auch um die Schwächeren in der Gesellschaft kümmert. Das sind also die Sachen, die sozusagen von den Akteuren beschrieben wurden. Das sind die Hauptargumentationen momentan, die stattfinden auf Stadtebene, in New York auf Staatsebene und vielleicht sogar auf nationaler Ebene. Eigentlich ist da, glaube ich, eine Menge drin. Wenn ich angucke, wie zum Beispiel der Wahlkampf gelaufen ist, da kann man vieles über so eine Achse abbilden. Das wirklich Spannende hier war eigentlich, in dem Projekt haben wir erwartet, dass Akteure sehr stark über technische Grenzen, es gibt dann diese Physical Limits of Adaptation und Financial Limits und Technical Limits und so Engineering Limits, darüber sprechen. Nee, das war nicht Thema. Weder in Kolkata, noch in Lagos, noch in New York, noch in London. Überall war sozusagen mehr oder weniger diese Verhandlung des Sozialvertrages für Risiko. Das war das große Thema, was in allen Vieren gleichzeitig rauskam. Und das ist eigentlich doch höchst spannend. Auch in allen Vieren kam dann mehr oder weniger raus, dass die Stadt, dass Akteure ein Risiko sehen, dass sich die Stadt momentan mehr und mehr auf diese Individualisierung des Risikos sieht. Und das wurde als problematisch angesehen. Ne? Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Es gibt einen riesigen Diskurs in der Literatur, auch wiederum zu der Frage, ob nicht Resilienz sozusagen das unterstützt, ob wir nicht mit einem sehr neoliberalen Resilienzbegriff zu tun haben, wo sozusagen gesagt wird, eigentlich muss jeder muss irgendwo resilient sein, was ein bisschen eine andere Frage ist als die Ursprungsfrage der Verwundbarkeit, wo gefragt wurde, wie kann es eigentlich sein, dass wir verschiedene Verwundbarkeiten in der Gesellschaft haben und wer ist dafür verantwortlich, ist es jeder selbst oder das System oder wie auch immer, also eine gewisse Umschweifung, aber ich will darauf jetzt nicht genauer eingehen, aber es ist, glaube ich, ganz interessant, dass einfach mal aufzunehmen, dass das sozusagen die wesentliche Herausforderung ist, wie gestalten wir eigentlich unsere Städte in einer fairen Art und Weise, was ist die Rolle von Öffentlichkeit und von Staatlichkeit in der Risikominderung. Ne? Im Großen und Ganzen, das ist das letzte Slide vor der Zusammenfassung oder vor der Conclusion vielmehr, war dann ein Quote wie dieses eigentlich ganz interessant in New York. Und ich glaube, das gibt so ein bisschen dieses Thema wieder. Da hat dann ein Akteur in New York gesagt im Workshop, I think the fundamental issue is a lack of acknowledgement of what we are heading towards. Beautiful maps show sea level rise and describe impacts, but at our core we can't acknowledge that we have to fundamentally change how we live in New York City. Der Kollege Bill Solecki, mit dem wir da viel zusammenarbeiten in New York, wenn er Ihnen Karten zeigt, was sozusagen Hochwasser- und Sea-Level-Rise-Szenarien sind zum Ende hin dieses Jahrhunderts, dann werden Sie sehen, dass Teile New Yorks, auch große Teile Manhattans, sehr, sehr betroffen davon sein werden. Und das stellt schon die fundamentale Frage, wie viel kann man eigentlich investieren in Hochwasserschutz, sodass sich das noch rechnet oder dass das noch lebenswert ist. New York ist ein unheimlich spannendes Thema. Für Manhattan hat uns jeder gesagt, Manhattan ist es für uns nicht vorstellbar, dass Manhattan nicht mehr funktioniert in 200 Jahren als Businessmodell, als Stadt sozusagen. Ja? Jamaica Bay, außerhalb von Manhattan, das vielleicht. Da kann man vielleicht Leute umsiedeln und so weiter, das können wir aufgeben. Manhattan nicht. Also ganz interessant, wie fundamental muss man eigentlich umdenken. Alles das sind offene Fragen, alles das kann Sie sehr, sehr beschäftigen, glaube ich, in Zukunft, wenn Sie Interesse haben, daran zu arbeiten, weil die Probleme sind alle da. Wie man es hinbekommt, sozusagen den Schwenk auf eine Transformation, wie viel kann man schützen, wie viel kann man nicht schützen, das wird uns noch dekadenlang beschäftigen. Und da braucht es gute Leute, die sich darüber auf planerischer Ebene, auf wissenschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene Gedanken machen. Kommen wir ganz kurz zu einigen Conclusios.
Das Erste, ich hoffe, dass es deutlich geworden ist, dass urbanes Risiko eben schon etwas ist, was an dieser Schnittstelle zwischen zwei ganz zentralen globalen Megatrends stattfindet und deshalb auch nicht einfach weggeht, sondern das wird ein Thema bleiben, das ist kein Modethema, was in zwei Jahren wieder weg sein wird. Bin ich fest von überzeugt, dass es nicht der Fall ist, sondern da nochmal können Sie sich austoben, wenn Sie wollen, Ihr gesamtes Berufsleben lang. Ich hoffe, es ist auch deutlich geworden, dass Urbanisierung erstmal beides sein kann. Also diese Oder-Frage oder jetzt das Und von Frank Friedrich eben schon angedeutet. Also Urbanisierung kann natürlich ein Treiber von Risiko sein, kann aber auch eine Chance sein und muss eigentlich auch die Chance sein, Risiko auch wiederum zu reduzieren, weil es wird sowieso stattfinden. Wie das dann aber zu gestehen hat, ist tatsächlich die offene Frage. Das ist dieser Punkt. Ob das Potenzial genutzt werden kann, und das ist hoffentlich klar geworden, hängt nicht primär oftmals von sozusagen technokratischen oder technologischen Engineering-Fragen ab. Das sind oftmals nicht die eigentlichen Hemmnisse, die eigentlichen Bottlenecks, wie man sagen würde, sondern es sind oftmals ganz eigene, ganz andere. Nämlich die Frage, wie kriegt eigentlich eine Gesellschaft Sinn, erstmal sich darüber im Klaren zu werden, was es möchte, wie es dahin kommen möchte, wie es institutionell gewisse Parameter umstellen muss. Ein Versicherungsregime zum Beispiel, wenn Sie sich überlegen, was in Großbritannien passiert ist, als man nur überlegt hat, Hochwasserdaten öffentlich zu machen, was das für einen Aufschrei gegeben hat, nicht nur aus der Versicherungswirtschaft, auch aus der Hausbesitzerwirtschaft und so weiter. Gleichfalls unter Risikogesichtspunkten, natürlich muss man Leute informieren darüber, wo zukünftiges Hochwasser sein wird. Also ganz schwierige Fragen, die da vorangehen. Gleichfalls eben auch die Frage, wie sieht es eigentlich damit aus, dass man es oftmals mit einer politischen Ökonomie zu tun hat, also mit einem Wirtschaftssystem, was auf Urbanisierung, auf den Zuwachs von Urbanisierung angewiesen ist und auch in diesen Küsten- und Städtenbereich oder Delta-Bereich und so weiter angewiesen ist. Also auch da wiederum die Frage, wie kommen Sie da raus, nicht ganz einfach. Sodass abschließend gesagt werden kann, viele Fragen sind offen. Vor allem eben nochmal diejenige, wie können Sie jetzt noch genauer, zum Beispiel auf Stadtteilebene, eigentlich Zukunftstrends abschätzen? Ich komme gerade aus Dortmund, zusammen mit der TU Dortmund und mit anderen Partnern in einem Projekt, wo wir mal ganz konkret in Bonn und in Ludwigsburg zum Beispiel versuchen, uns über Zukunftstrends der Verwundbarkeit gegenüber Hitzestress in diesen Städten Gedanken zu machen. Das ist nicht trivial. Wie kriegen Sie eigentlich demografischen Wandel in die Fläche und wie können Sie eigentlich abschätzen, welche Stadtteile in Zukunft wie verwundbar sein werden? Zweitens dann als große Frage, selbst wenn Sie das machen, haben Sie immer noch verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Ein Großteil Ihres Berufslebens wird eigentlich dasjenige sein, zu evaluieren, welche verschiedenen Minderungsmöglichkeiten haben Sie eigentlich. Und Sie sollen dann sozusagen, weil Sie aus der Uni kommen, wissenschaftlich fundiert argumentieren, was sind die Vor- und Nachteile verschiedener Maßnahmen. Ich hoffe, dass heute ein bisschen rausgekommen ist, dass bei all diesen Sachen nicht nur Kosten-Nutzen-Rechnung, nicht nur Umweltprüfungen, Verträglichkeitsprüfungen und so weiter zählen, sondern auch Fragen wie sozial akzeptabel ist eigentlich die eine Maßnahme oder die andere. Und wie evaluieren Sie das wissenschaftlich? Keine ganz einfache Frage, da können Sie sich austoben. Und drittens dann eben die Frage, wie kriegen Sie, ab wann muss man sozusagen fundamentaler umdenken, ab wann funktionieren etablierte Risikominderungsmechanismen nicht mehr? Ab wann ist das Deichsystem für Rotterdam nicht mehr die Antwort? Ab wann ist die mobile Hochwasserwand, die wir in Köln jetzt haben, die letzten Tage, ab wann ist das nicht mehr die Antwort? Und wann fangen Sie an, proaktiv umzudenken? Nicht reaktiv, wenn sozusagen das Megadesaster passiert ist. All das sind sicherlich Fragen, an denen können Sie sich die Zähne ausbeißen, wenn Sie Lust haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alle Arbeit, die ich hier präsentiert habe, ist natürlich nicht nur auf meinem Mist gewachsen, sondern ist Bestandteil nicht nur eines großen Teams bei uns im Haus, sondern natürlich vieler Partner. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Danke sehr. Ja, Matthias, vielen Dank für den wirklich tollen Vortrag. Die Einblicke, sage ich mal, dass die Technik nicht immer die Lösung sein kann, ist auch Dinge, die uns hier so umtreiben. Mhm. Und auch die internationalen Ausblicke sind, denke ich, besonders hilfreich, also zu sehen, wie es in New York läuft, in anderen großen Städten, auch in mittleren Städten. Danke dafür. Und ich würde jetzt den Raum öffnen zur Diskussion und fragen, ob irgendwelche Fragen sind erstmal. Ja. Wenn nicht, würde ich vielleicht zunächst mal anfangen. Und spannend fand ich, dass du gesagt hast, kleine und mittlere Städte, sage ich mal, sind vielleicht das, was wichtig ist. Auf der anderen Seite sieht man ja gerade bei großen Städten ein Stück weit das vielleicht unkontrollierte Wachstum, was eine maßgebliche Rolle spielt und auch vielleicht zu Problemen führt. Und du hast von planerischen Ansätzen auch gesprochen. Wie spielt das, sage ich mal, zusammen mit dem unkontrollierten Wachstum?
was man in Entwicklungsländern auch sieht, wie passt es zu den ganzen Ansätzen, die du da vorgestellt hast? Ja, sicherlich eine unheimlich relevante und spannende Frage. Also zum einen würde ich sagen, unkontrolliertes Wachstum findet eben auch in diesen kleinen und Mittelstädten statt. Vielleicht sogar prozentual im Anteil, also was die prozentualen Zuwachsraten von Bevölkerung angeht, zum Beispiel noch schneller in vielen Ländern. Also das ist sicherlich ein Punkt. Und ich glaube, der Punkt war nicht zu sagen, dass Megastädte nicht wichtig sind und auch für globale Prozesse nicht wichtig sind, sondern einfach der Punkt war einfach derjenige zu sagen, vergessen wir nicht einen großen Teil der Menschheit, wenn wir überhaupt nicht auf diese kleinen und Mittelstädte gucken. Aber zu der Frage, wie geht man jetzt mit Informalität um, wie geht man mit diesen unkontrollierten Wachstumsprozessen um, sicherlich eine der spannenden Fragen. Also wir haben zum Beispiel gerade in 2 Wochen werde ich in Vietnam und Philippinen sein, wir haben vor, ein Projekt hochzuziehen, genau in diesem Bereich. Wie kann man eigentlich sozusagen formalisierten Desaster- oder Hochwasserschutz, formalisierten Risikomanagement, formalisiertes Katastrophenschutz in Bereichen ausbleibender Formalität sicherstellen. Das ist was, wo wir uns sicherlich seit Jahren die Zähne ausbeißen, zumindest in der New Urban Agenda. Eines dieser Rahmenwerke, was ich eben angesprochen habe, ist Informalität jetzt, sagen wir mal, genießt eine gewisse Aufmerksamkeit. Es wird anerkannt. Es wird auch anerkannt, dass sozusagen nicht der beste Weg immer ist, sozusagen nur die Formalisierung der Informalität voranzutreiben. Also zum Beispiel über Landnutzungsrechte, über formale Abwassersysteme, über formale Stromsysteme und so weiter. Das wäre zwar wünschenswert, ist aber in vielen Ländern, denken Sie an Nigeria zum Beispiel, Lagos, nicht realistisch. Ne? Ich glaube, die Antworten haben wir noch nicht, um ganz ehrlich zu sein. Also die Antworten, wie kann sozusagen Staatlichkeit oder wie kann formaler Hochwasserschutz, formale Risikominderung da auch eingreifen? In der theoretischen Ebene ist das vielleicht klar, indem man es einfach macht. Auf der praktischen, auf der politischen Ebene ist das wesentlich schwieriger oftmals. Also das ist nicht ganz einfach. Persönlich meine Einschätzung wäre immer noch, dass sie eigentlich Informalität in der Stadtplanung oder sagen wir mal andersrum, dass informelles Stadtwachstum tatsächlich ein großes Entwicklungshemmnis ist nach wie vor. Sie werden nicht, du wirst nicht irgendwie Stadtplanung einen Zugriff darauf bekommen, einen Zugriff auf vernünftige Infrastrukturplanung bekommen und so weiter, wenn das alles im informellen Bereich bleibt, wenn keine Steuern auch eingetrieben werden und so weiter und so fort. Also das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Gleichfalls ist es eben auch utopisch zu sagen, das wird der einzige Weg nach vorne sein. Aber wo das dazwischen liegen kann, ist eine dieser offenen Fragen, glaube ich. Also ich glaube, Leute arbeiten da seit 30 Jahren dran, aber so die Golden Bullet ist noch nicht da. Gibt es auch wahrscheinlich nicht. Okay. Gut, danke. Nochmal hier den Blick ins Publikum. Muss ich das Mikro nach hinten bringen? Ja, vielleicht eine Frage aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Sie sprachen ja an, das Beispiel Bangkok mit dem Royal Palace und auf der anderen Seite die Slumbewohner. Und dann hinterher mit den Workshops, die Sie in den verschiedenen Städten durchgeführt haben. Die Frage wäre, wie waren diese Workshops zusammengesetzt? Mhm. Und gibt es eine Korrelation zumindest möglicherweise zwischen einer demokratischen oder an demokratischen Prinzipien orientierten Partizipation im Stadtplanungsprozess und dem Erfolg von Urbanisierungsprozessen? Oder ist das eine Top-Down-Expertenangelegenheit? Wo Fachwissen und Expertise mehr zählen als die persönliche Meinung der tatsächlich Betroffenen? Definitiv nein. Ich hoffe, dass das durchgekommen ist. Also ich glaube, die Ansätze, die wir haben, wo Leute versuchen, das sozusagen aus technokratischer Sicht für Leute Umsiedlung voranzutreiben, Indonesien zum Beispiel, wo gerade sehr viel Top-Down wirklich in großem Maßstab in Jakarta umgesiedelt wird, das ist nicht wirklich sehr erfolgreich langfristig, weil sie wenn Sie sich nicht Gedanken machen darüber, wie Sie soziale Netzwerke auseinanderreißen, wie Sie langfristig über Einkommenssicherung nachdenken in diesen neuen Bereichen, wird das nicht funktionieren. Also da ist, glaube ich, ein sehr klares Nein. Das sagen auch, ist Ihnen ja dann auch bekannt natürlich, das ist sozusagen Forschungsergebnis fast überall, dass man sagt, wenn Prozesse nicht unter Beteiligung der betroffenen Bevölkerung stattfinden, wird das langfristig nicht funktionieren. Hat auch einen ganz praktikablen Grund. Wenn Sie sozusagen, wie soll langfristig eine Maßnahme, das war das, was ich eben meinte mit dieser Evaluierung von verschiedenen Maßnahmen, wenn Sie langfristig in der Bevölkerung keine Unterstützung für eine bestimmte Maßnahme haben, sei das ein Renaturierungsprozess oder ein Umsiedlungsprozess oder ein riesen
Deichprojekt, denken Sie auch wieder an Jakarta, an diese Giant Seawall, dieses Garuda-Projekt. Wenn das langfristig auf Opposition in der Bevölkerung stützt oder trifft, wird das nicht funktionieren. Ne? Ganz konkret, wie die Workshops zusammengesetzt waren, in unserem Projekt war es immer eine Mischung, es waren immer so zwischen 18 und 30 Leute in den vier Städten, eine Mischung aus Stadtplanern, also sozusagen den Practitioners, den Technokraten. Da haben wir versucht, so viel wie möglich eben auch politische Entscheidungsträger reinzukommen. Die Grenzen sind teilweise fließend, je nach politischem System. Zivilgesellschaftliche Akteure, also NGO-Vertreter, zum Beispiel in Kalkutta sehr wichtig, in Lagos sehr wichtig, aber auch in New York sehr, sehr aktiv und einige akademische Kollegen. Ne? Aber das war sozusagen die Mischung. In den vier Workshops, um die letzte Frage anzugehen, ob wir da eine Korrelation gesehen haben, in den vier Städten, wo wir die Workshops ganz konkret durchgezogen haben, das waren natürlich alles demokratische Systeme. Indien, Nigeria, ob gut oder nicht, kann man sich streiten, aber USA und Großbritannien, von daher haben wir da keine Korrelation gesehen. Ich kann jetzt ein bisschen den Vergleich ziehen zu Vietnam, was kein ganz so demokratisches System ist, obgleich in Vietnam auch diese Prozesse am Boden sozusagen eigentlich in einem starken Austauschprozess stattfinden. Also was man oft so über Vietnam denkt, ist, dass das ein Einparteienstaat ist und dass da überhaupt kein Mitspracherecht ist. Das ist auch nicht wahr. Also was sich auf der Ebene Nationalregierung in Hanoi tut, ist was völlig anderes, als was sich am Boden tut. Und das muss man also ein bisschen, aber wäre ein eigener Vortrag für sich, ein bisschen genauer betrachten. Ne? Aber definitiv, also ich glaube, ohne dieses wirkliche Empowerment, ohne Leute mitzunehmen, wird nichts von dem langfristig funktionieren. Und umso wichtiger als abschließender Satz ist es eben, je fundamentaler die nötigen Maßnahmen sein werden, umso wichtiger ist es eben, das mitzudenken. Ein ganz plattes Beispiel würde man erstmal denken, Karen O'Brien, eine der Vorreiterinnen in dieser Transformationsforschung, Universität Oslo, macht Forschung dazu, ob sich Menschen in Oslo vorstellen können, oder zumindest im Süden Norwegens, im Winter keinen Wintersport mehr machen zu können. Das ist eine Vorstellung, die ist außerhalb des Denkbaren für viele Norweger. Das heißt, jetzt Maßnahmen zu generieren, die irgendwie das einfach so übergehen, wird schwierig sein. Okay, sind noch weitere Fragen? Ich würde noch mal kurz gern auf die Sache von New York City eingehen. Das fand ich besonders spannend, dass die auch gesagt haben, ja, im Prinzip die Hauptprobleme sind, wie wir das Stadtleben fundamental ändern müssen. Gab es da auch Lösungsideen oder wurde das zu dem Zeitpunkt gar nicht diskutiert? Weil ich meine, das ist ja im Prinzip genau der Punkt. Irgendwann sind wir an einer Grenze, wo das bisherige nicht mehr funktioniert und auch die Ansätze nicht mehr funktionieren. Was müssen wir tun oder was gibt es da überhaupt für Optionen? Ja, also ich glaube, New York ist natürlich auch zu einem gewissen Grad Vorreiter auf der Ebene. In New York gab es ja nach dem großen Hurricane die Ausschreibung, wie man New York oder gerade auch Manhattan umgestalten könnte. Das hat dann Henk van Genk aus den Niederlanden durchgeführt, sicherlich einer der national oder international führenden Planer in diesem Bereich. Und da gibt es dann diese Pläne, kann man sich anschauen, dass sozusagen rund um Battery Park und so den Südzipfel Manhattans dieser Grüngürtel gebaut wird, was gleichzeitig Hochwasserschutz und Park ist und so weiter. Jetzt kann man lange diskutieren, ist das eigentlich, wie lange wird sowas funktionieren? Ist das was das Problem vielleicht zwei Dekaden, drei Dekaden aufschiebt, aber nicht langfristig sozusagen das Problem beheben wird, wenn man wirklich mal über die nächsten 100 Jahre nachdenkt, was für eine Stadt wie New York eigentlich nichts ist. Das sollte ja eigentlich in 100 Jahren noch da sein. Ne? Von daher ist die Antwort, glaube ich, es kommt darauf an, in welchen Zeiträumen du nachdenken willst und wie fundamental du denken willst. Ich würde persönlich sagen, dass wahrscheinlich dieser Plan in New York eher in diese Resilienzdenke fällt. So nach dem Motto, ja, wir verändern das System ein bisschen, wir machen diesen neuen Hochwasserschutz, wir machen diesen Plan oder diesen Park drumherum und so weiter. Aber eigentlich stellen wir nicht fundamental die Überlebensfähigkeit des Systems in Frage. Und das ist genau diese Schnittstelle zwischen Resilienz und Transformation. Wann fängt man sozusagen an, fundamental zu fragen, wird das eigentlich auch in den und den Zeiträumen noch funktionieren? Und das ist, glaube ich, das Spannende. Ich glaube, das wirklich Spannende wird relativ zügig sein. Das wird uns alle noch einholen in den nächsten Jahren, dass die Zeiträume aber, die sozusagen fundamental langfristiger sind, das sind eigentlich diejenigen, die diese für viele Prozesse brauchen, bis das sich sozusagen auch ein großes Infrastrukturprojekt auch rechnet. Die rechnen teilweise mit 60, 70, 80 Jahren, je nachdem, wenn wir ein neues Hafengebiet irgendwo in Hongkong bauen, dann sind das eben die Zeiträume. Und da werden wir, glaube ich, schneller, als wir so denken, einfach von der Investmentseite her ganz andere Barriers bekommen in der Zukunft. Also das Problem wird sich ein Stück weit selber
Regeln. Aber das wird spannend sein zu beobachten. Wie das ausgeht, weiß ich noch nicht. Okay, gut. Dann nochmal vielen herzlichen Dank für die schönen Einblicke und nochmal einen großen Applaus. Danke sehr. Danke für die Einladung. Okay, dann wären wir am Ende unserer Ringvorlesung und in 2 Wochen geht es dann weiter mit dem nächsten Thema. Da geht es auch schon ein Stück weit dann wieder um Resilienz. Da werden wir Einblicke in ein Projekt geben, das heißt Smart Resilience, also im Prinzip smarte zukünftige Städte. Was bedeutet da Resilienz? Wie können die da entsprechend ausgebaut werden? Danke. Schön.